Hi Ladies, Anna hatte mich gefragt nach einem Konfirmationsoutfit und sie war sich nicht ganz sicher, was sie nächstes Jahr anziehen soll, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, denn auf der einen Seite ist es doch sehr förmlich und auf der anderen Seite will sie ihre sexy Seite zeigen. Und selbst ich habe für dieses Outfit doch etwas länger gebraucht, denn wie ihr gerade mitbekommen habt, das ist wie Engel und Teufelchen, die sich streiten, wie man was anziehen soll. Und ich denke, Anna, hier habe ich ein Outfit für dich zusammengestellt, was perfekt für dich passt und wahrscheinlich für euch da draußen natürlich auch. Vielleicht noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder größer sehen wollt, alle Tipps und Tricks, alle Links und mein Geschenk, was ich für euch habe, dann klickt einfach hier auf die Bilder drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch noch mal alles verlinkt und die ganzen Bilder und mein Geschenk. Jedenfalls. Dieses Outfit, besser gesagt, dieses wunderschöne schwarze Chiffonkleid, also der Stoff ist aus Chiffon und somit habt ihr schon mal die Garantie, dass der Tragekomfort wunder, wunder, wunderschön ist. Und damit es, sag ich mal, für förmliche Anlässe passt, aber trotzdem noch sexy wirkt, habe ich ein knielanges Kleid gewählt, was einen wunderschönen Rückenausschnitt hat oder was rückenfrei ist, denn es ist ein Nickhalterkleid, was euch einen wunderschönen vordere Ansicht gibt. Denn das Kleid hat jetzt nicht einen tiefen Ausschnitt, sondern der Designer hat dabei wunderbar was gedacht. Er hat die Brüste automatisch gehoben, weil er unter den Brüsten quasi eine ganz dezente kleine Raffung gemacht hat mit einer wunderschönen langen Schleife und somit quasi die Brüste und euer Bauch wunderschön aussieht. Also sprich, diese fast typischen Maße 90, 60, 90 kriegt man damit schon fast hin. Und wie ihr merkt, wenn ihr dieses Kleid dann anhabt, habt ihr schon fast automatisch eine schönere Figur, weil alles wirklich so hingezaubert wird, wie es ja am liebsten und am besten sein sollte. Und weil es förmlich ist, ist es ja auch manchmal nicht unbedingt zum Vorteil, zu viel Rücken, zu viel Schulter oder Arm zu zeigen. Deswegen, gerade sage ich mal im Frühjahr, wo meistens diese Veranstaltungen sind, habe ich mir eine wunderschöne Bolero-Jäckchen ausgesucht. Sie ist komplett aus Satin. Und das Besondere an dieser Jacke sozusagen ist, dass sie länger geschnitten ist und somit der komplette Rücken verdeckt wird und ihr auch die Garantie quasi habt, ihr nicht so schnell friert. Und wenn ihr dann drinnen seid, bei der Konfirmation oder dann abends auf der Party, dann könnt ihr dieses Jäckchen einfach wunderschön ausziehen und ihr seid dann nochmal viel, viel hübscher, weil dann die Leute euch anschauen und denken, was für ein schöner Rücken oder was für schöne Arme und Co. Also diese Jäckchen ist perfekt für dieses Kleid geeignet. Und vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, wenn ihr diesen Tipp, dieses Outfit annimmt, dann empfehle ich euch, ein dezentes Make-up zu wählen und offene Haare zu tragen, dann rundet ihr das komplette Bild noch einmal ab, gerade mit dieser langen Schleife und Co. Und ich verspreche euch, ihr werdet damit einen so schönen Tag verbringen oder Abend. Ihr werdet wirklich wunderschön sein. Warum, werdet ihr auch gleich sehen, denn ich rutsche gleich mal noch eine Etage tiefer oder zwei besser gesagt, denn ich habe ein paar wunderschöne Pumps gefunden, die ich euch gar nicht nur zeigen will, denn diese Pumps sind komplett aus Spitze. Und ihr könnt euch gar nicht so vorstellen, ich habe bestimmt eine halbe Stunde nach diesem Schuh gesucht, wie wunderschön euer Fuß da drin aussehen wird. Denn er zeigt relativ dezent, verschimmert durch die Spitze euren Fuß, was natürlich Fantasie und die Gedanken von euren Gegenüber anregen werden und euer Fuß damit ja so schön hervorgehoben wird, dass alleine schon der Pumps mit diesen Spitzenverzierungen das Highlight alleine ist. Aber es wäre ja nicht nur ein normaler Pump, wenn er nicht 11 cm Stiletto-Absatz hätte. Denn ihr wisst, wenn das schön gehoben wird, werdet ihr ein wunderschönes Bein bekommen und eure Waden werden dann wirklich richtig straff aussehen und somit eure Beine richtig lang gestreckt, dass dann automatisch gedacht wird, was für ein paar lange, wunderschöne Beine. Und dann noch mit diesen Schuhen, ihr seid wirklich dann wirklich der Blinkfang von unten bis oben. Und der Schuh wird natürlich am besten noch kombiniert mit
einen dezenten Schmuck. Nochmal der Hinweis, dezent, denn bei einer Konfirmation würde ich mich nicht aufklingern mit Bling Bling und Co., sondern bleib da lieber dezent, denn ich habe hier zum Beispiel eine echt silberne Kette mit einem wunderschön verzierten Kreuz rausgesucht. Da bin ich der Meinung, das reicht, weil, wie ihr seht, das wunderschöne Kleid mit diesen wunderschönen Schuhen und der Bolero-Action ist schon allein Hammer. Ihr werdet quasi feststellen können, dass die Leute euch mit den Augen hinterherrennen und denken nur wow. Und da würde ich nicht noch mehr auftragen mit Schmuck und Co. Deswegen meine Empfehlung, diesen wunderschönen Schmuck zu wählen. Vielleicht habt ihr schon so eine ähnliche Kette zu Hause. Das war mein komplettes Outfit für euch und ich denke, Anna, das wird genau für dich passen und ich hoffe natürlich für alle da draußen, dass ihr euch hier was mitnehmen konntet und wer genau so ein wunderschönes Kleid oder Outfit, besser gesagt, für genau dich da draußen haben will, dann empfehle ich dir, mach's genauso wie Anna, nutz die Kommentarfunktion, schreib mir, zu welchem Anlass du gehst, wie groß du bist, welche Haarfarbe, was du gerne trägst und so weiter und so fort. Denn umso detaillierter du deine Frage, deinen Kommentar schreibst, umso besser kann ich vielleicht schon morgen genau für dich das nächste Outfit machen, wo ich dir genau dein Outfit zusammenstelle. Und wer dann diese Outfits nicht verpassen will, empfehle ich einfach hier oben auf mein Logo zu klicken und meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine solcher wunderschönen Outfits und natürlich die dazugehörigen Deals und Sales. Denn ihr bekommt halt nicht nur diese Outfit-Tipps von mir, sondern auch noch wirklich Rabatte bis zu 70%. In diesem Sinne, Anna und alle da draußen, viel Spaß bei eurer Konfirmation in diesem Kleid. Bis dahin, ciao, ciao.